Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen im deutschen Fernsehen. Neben Auftritten in Verbotene Liebe und Lindenstraße kennen wir Sila Shahin vor allem dank ihrer Rolle als Ayla Höfer in der RTL-Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, wo sie für 1115 Folgen vor der Kamera steht. Dabei ist sie uns bis heute mit ihrer dunkelbraunen Wallermähne in Erinnerung geblieben. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn die zweifache Mama trägt von nun an blond, wie ihre neuesten Instagram-Fotos zeigen. In einem weißen Hosenanzug und spitzen Pumps gibt sich die 35-Jährige ganz seriös und adrett. Während das Outfit zahlreiche Komplimente absahnt, kommt die neue Haarfarbe nicht bei allen gut an und spaltet die Gemüter. Blond steht dir mega, leider zu blond und mit dunklen Haaren bist du hübscher, ist in den Fankommentaren zu lesen. Ob Sila sich diese Meinungen zu Herzen nehmen wird und zu ihrer Ursprungshaarfarbe zurückkehren wird? Dies wird sich zeigen, aber wir finden, blond kann die Schauspielerin in jedem Fall tragen.